Kapitel 7 In Tom Bombadils Haus. Die vier Hobbits traten über die breite steinerne Schwelle und sahen sich blinzelnd um. Sie standen in einem langen, niedrigen Raum. Von Dachbalken hingen Lampen herab und auf einem Tisch von dunklem, geglättetem Holz brannten etliche schlanke, gelbe Kerzen. Auf einem Stuhl an der Rückwand mit dem Gesicht zum Eingang saß eine Frau. Das lange, gelbblonde Haar fiel ihr bis über die Schultern herab. Ihr Kleid war grün wie junges Schilf, mit Silberfäden wie von Tautröpfchen durchwirkt, der Gürtel golden in der Form einer Kette von Schwertlilien und mit blassblauen Vergissmeinnichtknospen besetzt. Zu ihren Füßen schwammen weiße Seerosen in breiten Schalen aus grünem und braunem Ton, so daß sie inmitten eines Teiches zu sitzen schien. »Tretet nur näher, ihr lieben Gäste«, sagte sie, und die Hobbits erkannten die Stimme, die sie eben singen gehört hatten. Sie gingen ein paar zaghafte Schritte weiter in den Raum hinein, wunderbar überrascht und verlegen, wie Leute, die an die Tür einer Hütte klopfen, um einen Schluck Wasser zu erbitten, und denen eine schöne junge Elbenkönigin in einem Kleid ganz aus frischen Blumen öffnet. Doch ehe sie etwas sagen konnten, sprang die Frau auf, setzte über die Seerosenbecken hinweg und kam ihnen lachend entgegengerannt, wobei ihr Kleid leise raschelte wie der Wind in den blühenden Flussufern. »Kommt, ihr Kerlchen«, sagte sie und nahm Frodo bei der Hand. »Das wird ein lustiger Abend. Seid guter Dinge. Ich bin Goldbeere, Tochter des Flusses.« Dann huschte sie an ihn vorbei, machte die Tür zu und kehrte ihr den Rücken, die weißen Arme davor ausgebreitet. »Sperren wir die Nacht aus«, sagte sie, »denn vielleicht seid ihr noch in Furcht vor Nebel, Baumschatten, tiefem Wasser und unzahmen Geschöpfen. Keine Angst, denn heute Nacht seid ihr unter Tom Bombadils Dach.« Die Hobbits schauten sie bewundernd an, und sie erwiderte jeden Blick einzeln und lächelte. »Schönste Frau Goldbeere«, sagte Frodo endlich von einer Herzensfreude bewegt, die er selbst nicht verstand. Er stand da und war bezaubert. So hatten ihn bisweilen auch schon die reinen Stimmen der Elben bewegt, doch der Bann, der nun auf ihn gefallen war, war von anderer Art. Keine so jähe und hochfliegende Verzückung, sondern tiefer und näher ans sterbliche Herz greifend, wundersam und doch nicht fremd. »Schönste Frau Goldbeere«, sagte er zum zweiten Mal, »nun ist mir deutlich, welche Freude aus manchen Liedern sprach, die wir gehört haben. O schlank wie der Weidenzweig, o klarer als die Quelle, o Schilfrohr am Wassersaum, o Tochter des Flusses, o Frühling und Sommerzeit und danach wieder Frühling, o Wind auf dem Wasserfall und Lachen des Laubes.« Plötzlich brach er ab und konnte nur noch stammeln vor Erstaunen über die Worte, die er sich sagen hörte. Goldbeere aber lachte. »Willkommen«, sagte sie, »doch wusste ich nicht, dass die Auenländer so beredsam sind. Aber ein Elbenfreund bist du, wie ich sehe. Das Leuchten deiner Augen und der Hall deiner Stimme verrät es. Dies ist ein frohes Treffen. Nun setzt euch und wartet noch ein wenig auf den Hausherrn. Er wird bald da sein. Er versorgt noch eure müden Ponys.« Gern ließen sich die Hobbits auf den niedrigen, mit Binsengeflecht bezogenen Stühlen nieder, während Goldbeere den Tisch deckte, und sie konnten die Augen nicht von ihr lassen, denn die schlanke Anmut ihrer Bewegungen erfüllte sie mit stiller Freude. Von irgendwo hinter dem Haus kam wieder Gesang. Zwischen mancherlei Dongelong und Holdriot hörten sie immer wieder die Worte: »Bombadil, der alte Tom, daran kennt ihn jeder. Gelbe Stiefel, blaue Jacke, Hut mit blauer Feder.« »Schönste Frau«, sagte Frodo wieder nach einer Weile, »sage mir, wenn meine Frage nicht zu dumm ist, wer ist Tom Bombadil?« »Er ist«, sagte Goldbeere, hielt ihn ihren flinken Bewegungen inne und lächelte. Frodo blickte sie fragend an. »Er ist, wie du ihn gesehen hast«, gab sie zur Antwort auf seinen Blick. »Er ist der Meister des Waldes, des Wassers und der Hügel.« »Also gehört ihm dieses ganze seltsame Land?« »Nicht im Mindesten«, antwortete sie, und ihr Lächeln verlor sich. »Das wäre doch nur eine Last«, fügte sie mit leiser Stimme, wie zu sich selbst hinzu.
Die Bäume, das Gras und alles, was im Lande lebt und wächst, gehören sich selbst. Tom Bombadil ist der Meister. Niemand hat den alten Tom je gehindert, durch den Wald zu laufen, durchs Wasser zu waten oder auf den Hügeln zu tanzen, ob bei Tag oder bei Nacht. Er kennt keine Furcht. Tom Bombadil ist der Meister. Eine Tür ging auf und Tom Bombadil kam herein. Er trug nun keinen Hut, dafür aber einen Kranz von Herbstlaub auf dem dichten braunen Haar. Lachend trat er an Goldbeherer heran und nahm sie bei der Hand. »Hier ist meine schöne Herrin«, sagte er mit einer Verbeugung von den Hobbits. »Hier ist meine Goldbeere, ganz in Grün und Silber mit Blumen am Gürtel. Ist der Tisch gedeckt? Ich sehe gelben Rahm und Honigwaffeln, weißes Brot und Butter, Milch und Käse, grüne Kräuter und reife Beeren. Genügt das für uns alle? Ist das Essen fertig?« »Das Essen schon«, sagte Goldbeere, »aber die Gäste vielleicht noch nicht.« Tom klatschte in die Hände und rief, »Ach, Tom, Tom, deine Gäste sind müde und du hättest das fast vergessen. Kommt, ihr müden Kerlchen, und lasst euch erfrischen. Wascht euch den Schmutz von den Fingern und den Schweiß aus den Gesichtern. Legt die dreckigen Mäntel ab und kämmt euch die Zotteln.« Er machte eine Tür auf und führte sie über einen kurzen Flur und um eine Ecke. Sie kam in ein niedriges Zimmer mit Schrägdach, anscheinend ein Anbau an der Nordseite des Hauses. Die Wände waren von nacktem Stein, aber zumeist mit grünen Matten und gelben Vorhängen bedeckt, die Steinplatten auf dem Boden mit grünen Binsen bestreut. Vier dicke Matratzen, jede mit einem Stapel weißer Decken darauf, lagen längs der einen Wand. An der Wand gegenüber stand eine lange Bank mit breiten irdenen Schüsseln, daneben große braune Kannen, manche mit kaltem, manche mit dampfend heißem Wasser. An jedem Bett stand ein paar grüne Filzpantoffeln bereit. Bald saßen die Hobbits erfrischt und gesäubert bei Tisch, zwei an jeder Seite, während Goldbeere und der Meister die beiden Kopfenden einnahmen. Es wurde eine lange und vergnügte Mahlzeit. Obwohl die Hobbits zulangten, wie nur hungrige Hobbits zulangen können, mangelte es an nichts. Der Trank in ihren Bechern schien kaltes, klares Wasser zu sein. Doch stieg er zu Kopf wie Wein und löste die Zungen. Die Gäste merkten plötzlich, dass sie dazu übergegangen waren, munter zu singen, was ihnen leichter und natürlicher vorkam als zu reden. Schließlich standen Tom und Goldbeere auf und räumten rasch den Tisch ab. Den Gästen wurde befohlen, ruhig sitzen zu bleiben, doch nun in bequemen Sesseln, jeder mit einem Schemel für die müden Füße. Vor ihnen in dem breiten Kamin brannte ein Feuer, das einen lieblichen Duft wie von Apfelholz verströmte. Als alles gerichtet war, wurden sämtliche Lichter im Raum gelöscht, bis auf eine Lampe und zwei Kerzen, eine an jedem Ende des Kaminsimses. Dann trat Goldbeere mit einer Kerze in der Hand zu jedem von ihnen und wünschte ihm eine gute Nacht und einen tiefen Schlaf. »Ruhet nun in Frieden«, sagte sie, »bis zum Morgen. Achtet keiner nächtlichen Laute, denn nichts dringt hier zur Tür und zum Fenster herein als das Licht von Mond und Sternen und der Wind, der vom Hügel herabfällt. Gute Nacht.« Schimmernd und raschelnd ging sie aus dem Zimmer. Ihre Schritte klangen wie das leise Plätschern eines Baches, wenn er in der Stille der Nacht über kühle Steine gemächlich bergab fließt. Tom blieb eine Weile schweigend bei ihnen sitzen, während sie ihren Mut zusammenzunehmen versuchten, um endlich eine von den vielen Fragen auszusprechen, die sie schon beim Abendessen gern gestellt hätten. Mehr und mehr kroch ihnen der Schlaf unter die Lider. Endlich nahm Frodo das Wort. »Hast du mich rufen gehört, Meister, oder war es nur Zufall, dass du gerade in jedem Augenblick zur Stelle warst?« Tom fuhr auf wie jemand, den man aus einem schönen Traum reißt. »Was?« sagte er. »Ob ich dich rufen gehört habe? Nein, gehört habe ich nichts. Ich sang doch gerade. Nur durch Zufall war ich also zur Stelle, wenn du es Zufall nennen willst. Jedenfalls war es nicht meine Absicht, obwohl ich dich erwartet habe. Wir haben Nachricht über dich erhalten und erfahren, dass du auf Wanderschaft bist. Wir hatten erraten, dass du bald dort zum Wasser herunterkommen würdest. Alle Wege führen dorthin, hinab ans Ufer der Weidenwinde.
Der alte, graue Weidenmann, das ist ein mächtiger Sänger. Nicht leicht für kleine Leute, aus seinen wohldurchdachten Irrgärten zu entkommen. Doch Tom hatte dort etwas zu tun, das er nicht zu hindern wagte. Tom ließ den Kopf sinken, als ob er gleich einschlafen wollte, aber in dem leisen Singsang fuhr er fort. »Etwas hatte ich dort zu tun, Seerosen zu pflücken, Blätter grün und Rosen weiß für die schöne Herrin. Goldbeere bringe ich sie, Goldbeere freut sich. Wenn sie ihr zu Füßen blühen, bis es taut im Frühling, hol sie ihr in jedem Herbst, ehe die Flocken fallen, aus dem tiefsten Wasserloch an der Weidenwinde. Denn die ersten blühen dort und spät im Jahr die letzten. Fand ich doch vor langer Zeit am Weiher dort sie selber. Holdes Kind der Wasserfrau, saß sie tief im Röhricht. Klang ihr Singen mir so süß, schlug ihr Herz voll Leben.« Er hob den Kopf und ließ seine Augen plötzlich blau aufleuchten. »Nun, zum Glück fiel's euch aus, wäre nämlich nimmer in den Wald zurückgekehrt an die Weidenwinde, denn das Jahr ist alt, so spät wäre ich nicht gekommen. Bis zum Windelpfad hinab, edles Stromes Tochter, kehrt der Frühling erst zurück, froh hinuntertänzelt und im silberhellen Fluss voller Lust zu baden.« Er verstummte wieder, doch Frodo konnte nicht umhin, noch eine Frage zu stellen, die er vor allem beantwortet wissen wollte. »Erzähle uns von dem Weidenmann, Meister. Wer oder was ist er? Noch nie habe ich von ihm gehört.« »Nein, sagt er von nichts?« sagten Merry und Pippin zugleich, die beide mit einem Mal aufrecht dasaßen. »Nicht jetzt, nicht vor morgen früh.« »Recht habt ihr«, sagte der Alte. »Jetzt ist es Zeit zu ruhen. Manches ist nicht gut anzuhören, wenn die Welt im Schatten liegt. Schlaf bis zum Morgen, ruhe den Frieden. Achtet keiner nächtlichen Laute, keine Angst vor der grauen Weide.« Und mit diesen Worten löschte er die Lampe, nahm eine Kerze in jede Hand und führte sie zu ihrem Schlafzimmer. Ihre Matratzen und Kissen waren flaumweich und die Decken von weißer Wolle. Kaum hatten sie sich hingelegt und die Laken über sich gezogen, sie schliefen auch schon. Mitten in der Nacht lag Frodo in einem lichtlosen Traum. Dann sah er den jungen Mond aufgehen. In seinem dünnen Schein ragte eine schwarze Felswand vor ihm auf. Und darin war eine dunkle Öffnung, wie ein großer Torbogen. Ihm war, als werde er emporgehoben, und als er darüber aufstieg, sah er, dass die Felswand Teil eines Kreises von Bergen war, und dazwischen lag eine Ebene, und inmitten der Ebene ragte eine steinerne Zinne auf, wie ein riesiger Turm, doch nicht von Händen erbaut. Auf der Spitze des Turms sah er die Gestalt eines Menschen. Der Mond schien für einen Augenblick über seinen Kopf zu hängen und schimmerte in seinem weißen Haar, als der Wind es bewegte. Von der dunklen Ebene herauf drang wüstes Gebrüll und das Geheul vieler Wölfe. Plötzlich strich ein großer, schwingenförmiger Schatten über den Mond. Der Mann hob die Arme, und von einem Stab, den er in der Hand hielt, blitzte ein Licht auf. Ein mächtiger Adler stieß herab und trug ihn davon. Das Gebrüll von unten wurde kläglich. Die Wölfe winselten. Ein Rauschen wie von einem Sturmwind erhob sich, und mit ihm kam das Donnern von Hufen, die im Galopp, im Galopp, im Galopp von Osten heransprengten. »Schwarze Reiter«, dachte Frodo im Erwachen, während das Trommeln der Hufe in seinem Kopf noch nachhallte. Er war sich nicht sicher, ob er jedem Mut finden würde, die Sicherheit zwischen diesen steinernen vier Wänden wieder zu verlassen. Regungslos lag er da und horchte noch immer. Doch nun war alles still, und schließlich drehte er sich auf die andere Seite herum und schlief wieder ein oder verlief sich in einen anderen Traum, der ihm nicht in Erinnerung blieb. Pippin neben ihm hatte angenehme Träume, aber dann kam etwas anderes dazwischen und er drehte sich herum und stöhnte. Mit einem Mal wachte er auf oder glaubte schon wach gewesen zu sein und im Dunkeln immer dasselbe Geräusch gehört zu haben, das seinen Traum gestört hatte. Ein Tipp-Tapp-Quiek, wie wenn Äste sich im Wind aneinander reiben oder an Mauern und Fenster scharten. Kratsch, kratsch, kratsch. Er fragte sich, ob wohl Weiden am Haus stünden
und plötzlich hatte er das entsetzliche Gefühl, überhaupt nicht in einem gewöhnlichen Haus zu sein, sondern im Innern der Weide, und jene grässliche, trocken knarrende Stimme zu hören, wie sie ihn verhöhnte. Er setzte sich auf, spürte die weichen Kissen zu seinen Händen nachgeben und streckte sich erleichtert wieder aus. Ihm schien, er hatte noch den Nachhall der Worte im Ohr. »Habt keine Furcht, ruhe den Frieden bis zum Morgen, achtet keiner nächtlichen Laute.« Dann fiel er wieder in Schlaf. Was in Marys ruhigen Schlaf einbrach, war das Geräusch von Wasser. Wasser rieselte leise herab und breitete sich aus, weiter und weiter, zu einem dunklen, uferlosen Teich rings ums ganze Haus. Es gluckste schon hinter den Wänden und stieg langsam aber sicher an. »Ich werde ertrinken«, dachte er. »Es wird eindringen, und dann ertrinke ich.« Er glaubte, in einem weichen, schleimigen Morast zu liegen. Doch als er aufsprang, spürte er die Kante einer harten, kalten Steinfliese unter seinem Fuß. Da wusste er, wo er war, und legte sich wieder hin. Er glaubte zu hören oder erinnerte sich, gehört zu haben, »Nichts drängt hier zur Tür und zum Fenster rein als das Licht vom Mond und Sternen und der Wind, der vom Hügel herabfällt.« Ein sanfter Luftzug bewegte den Vorhang. Er atmete tief und schlief wieder ein. Sam, soweit er sich erinnern konnte, schlief die ganze Nacht fest wie ein Brett, sofern Bretter fest schlafen können. Sie erwachten alle vier zugleich, als das Morgenlicht hereinfiel. Tom lief im Zimmer herum, pfeifend wie ein Vogel. Als er ihre ersten morgendlichen Lebenszeichen hörte, klatschte er in die Hände und rief, »Hey, Ding, Dongelong, auf, ihr Kerlchen!« Er zog die gelben Vorhänge auf, und die Hobbits sahen nun, dass diese die Fenster an beiden Enden des Zimmers bedeckt hatten, das eine nach Westen, das andere nach Osten. Gut ausgeschlafen kamen sie auf die Beine. Frodo lief ans Fenster nach Osten und blickte auf einen taubeperlten Gemüsegarten hinaus. Halb und halb hatte er erwartet, den Rasen bis ans Haus heranreichen und von Hufen zerstampft zu sehen. Tatsächlich aber sah er nur eine Reihe hoher Stangenbrunnen, die ihm die Aussicht nahmen, und darüber und weiter hinten ragte die graue Bergkuppe ins Sonnenlicht auf. Es war ein blasser Morgen. Im Osten, hinter langen Wolkenbändern, die wie schmutzige, rotgeränderte Wollfetzen aussahen, schimmerten dicke gelbe Schichten hervor. Der Himmel versprach Regen, aber das Licht breitete sich schnell aus, und die roten Bohnenblüten begannen vor den nassen grünen Blättern zu leuchten. Pippin sah zum anderen Fenster nach Westen auf ein Nebelfeld hinaus, hinter dem der Wald verborgen lag. Es war, wie wenn er von oben auf ein abschüssiges Wolkendach hinabblickte, eine Falte oder Rinne, wo der Nebel in viele Fähnchen und Schwaden zerriss, verhing das Tal der Weidenwinde. Der Fluss kam zu linken den Berghang heruntergeströmt und verschwand in den weißen Schatten. Nahebei waren ein Blumengarten und eine gestutzte, silbern beperlte Hecke, dahinter graues, kurzgemähtes Gras, fahl schimmernd von Tautropfen. Ein Weidenbaum war nirgendwo zu sehen. »Guten Morgen, meine munteren Freunde«, rief Tom und riss das Fenster nach Osten weit auf. Kühle Luft strömte herein. Es roch nach Regen. »Von der Sonne wird heute nicht viel zu sehen sein, denke ich. Seit der Morgen graut bin ich schon ein Stück gelaufen, auf den Bergen herumgesprungen, habe Wind und Wetter beschnüffelt, nasses Gras unter den Füßen, nassen Himmel überm Kopf. Unter Goldbeeres Fenster habe ich gesungen und sie geweckt, aber Hobbitvolk bekommt man früh am Morgen so leicht nicht wach. Nachts, da wachen sie im Dunkeln auf, die kleinen Leute, wenn es hell ist, schlafen sie. Dongelongerillo, aufgewacht, meine munteren Freunde. Vergesst der nächtlichen Laute. Dollidall, dallidoll, ihr Kerlchen. Wenn ihr euch beeilt, steht das Frühstück auf den Tisch. Wenn ihr trödelt, gibt es nur Gras und Regenwasser.« Unnötig zu sagen, dass die Hobbits, obwohl Toms Drohung nicht allzu ernst klang, sehr bald bei Tisch saßen und erst nach einer ganzen Weile, als er ziemlich leergeräumt aussah, wieder aufstanden. Weder Tom noch Goldbeere leisteten ihnen Gesellschaft. Tom hörte man im ganzen Haus rumoren, mit dem Küchengeschirr klappernd, die Treppen rauf und runter rennen, trällernd, bald drinnen, bald draußen.
Das Zimmer lag nach Westen, mit dem Blick auf das nebelverhangene Tal, und das Fenster stand offen. Vom überhängenden Strohdach tropfte Wasser. Bevor sie mit dem Frühstück fertig waren, hatten die Wolken sich zu einer lückenlosen Decke geschlossen, und ein weicher, grauer Landregen schnürte stetig herab. Ein dicker Vorhang, hinter dem der Wald völlig verschwand. Als sie hinausschauten, kam von oben sachte herabrieselnd, wie wenn er mit dem Regen vom Himmel fiele, ein Gesang von Goldbeeres reiner Stimme. Sie konnten nur wenige Worte verstehen, aber es schien ein Regenlied zu sein, mild wie ein Schauer auf trockenen Hügeln, und die Geschichte eines Flusses zu erzählen, von der Quelle im Hochland bis zur fernen Mündung ins Meer. Die Hobbits hörten andächtig zu, und Frodo war von Herzen froh und segnete das schlechte Wetter, weil es ihren Aufbruch verzögerte. Der Gedanke, gleich wieder fort zu müssen, hatte ihn seit dem Erwachen bedrückt. Aber nun konnte er sich denken, dass sie an diesem Tag nicht mehr weiter wandern würden. Der Höhenwind blies stetig von Westen und trieb dickere und schwerere Wolken heran, die ihre Regenlast auf den kahlen Gipfeln der Höhen abluden. Rings ums Haus war nichts zu sehen als herabströmendes Wasser. Frodo stand in der offenen Tür und schaute zu, wie sich der kreidig-weiße Pfad in einen Milchbach verwandelte und plätschernd zu Tal lief. Tom Bombadil kam um die Ecke des Hauses getrabt und schwenkte die Arme, als ob er den Regen damit abwehren wollte. Und tatsächlich schien er, als er über die Schwelle hüpfte, ganz trocken zu sein, bis auf die Stiefel. Die zog er aus und stellte sie in die Kaminecke. Dann setzte er sich in den breitesten Sessel und rief die Hobbits zusammen. »Heute ist Goldbeeres Waschtag«, sagte er, »und ihr Herbst groß reine machen.« »Kein Wetter für Hobbit-Leute, sollen lieber ausruhen, solange es noch geht. Ein guter Tag für lange Geschichten zum Fragen und Antworten. Also wird Tom anfangen.« Und dann erzählte er ihnen viel Erstaunliches, manchmal, als spräche er mehr zu sich selbst, manchmal, indem er sie unter seinen dichten Brauen hervor mit seinen leuchtenden blauen Augen anschaute. Oft ging seine Rede in Gesang über, und er stand vom Sessel auf und tanzte umher. Er erzählte ihnen Geschichten von Bienen und Blumen, von den seltsamen Kreaturen des Waldes, guten und bösen, freundlichen und gehässigen, rohen und sanftmütigen und von Geheimnissen unterm Dornengestrüpp. Während sie ihm zuhörten, begannen sie zu verstehen, wie die Geschöpfe des Waldes leben konnten, ohne sich irgend um Hobbits zu kümmern. Ja, wie sie selbst hier Fremde, alle anderen aber einheimisch waren. Immer wieder kam Tom auf den alten Weidenmann zu sprechen, und Frodo erfuhr nun alles, was er wissen wollte, und noch einiges mehr, denn es war keine frohe Kunde. Toms Worte legten die Herzen der Bäume bloß, und ihre Gedanken, die oft fremd und dunkel waren, voller Hass auf die nicht bodenständigen Geschöpfe, die frei auf der Erde herumlaufen und beißen und nagen, brechen, hacken und sengen. Baummörder und Landräuber. Nicht ohne Grund trug der alte Wald seinen Namen, denn alt war er, uralt, ein überlebender Rest der riesigen, nun vergessenen Wälder von einst. Und darin lebten noch die Vorväter der ersten Bäume, die nicht schneller alterten als die Berge und noch der Zeiten gedachten, als sie die Herren waren. Unzählige Jahre hatten sie mit Stolz und Wurzelweisheit erfüllt und mit Tücke, und keiner von ihnen war gefährlicher als der große Weidenmann. Sein Herz war verdorben, doch seine Kraft war grün, und er war listig und ein Lenker der Winde, und sein Singen und Denken durchströmte den Wald zu beiden Seiten des Flusses. Sein grauer, durstiger Geist sog Kraft aus der Erde und breitete sich wie mit feinen Wurzelfasern im Boden und wie mit unsichtbaren Zweigfingern durch die Luft aus. Und schließlich hatte er Macht über fast alle Bäume des Waldes, von der Hecke bis zu den Höhen. Dann wandten sich Toms Erzählungen von den Wäldern fort und folgten dem Lauf des jungen Baches aufwärts, wie er über brausende Wasserfälle, über Kiesel und ausgewachsene Felsen herabkam, an kleinen Blumen in dichtem Gras und an feuchten Spalten vorüber bis hinauf zu den Höhen, wo er entsprang. Er erzählte von den großen Hügelgräbern, den grünen Grabhügeln mit den Steinkreisen auf den Kuppen und in den Mulden dazwischen.
Schafherden blökten, grünen-weiße Mauern ragten auf, Burgen standen auf den Höhen. Die Könige kleiner Reiche kämpften miteinander, und die junge Sonne schien wie Feuer auf das blutige Metall ihrer neuen und gefräßigen Schwerter. Sieg folgte auf Niederlage, Türme stürzten ein, Festungen wurden geschleift und Flammen schlugen den Himmel empor. Auf die Bahren toter Könige und Königinnen wurde Gold gehäuft. Erdhügel bedeckten sie, die steinernen Türen wurden verschlossen und Gras wuchs über alles. Schafe weideten dort eine Zeit lang, aber bald waren die Hügel wieder verlassen. Von dunklen Orten in der Ferne kam ein Schatten und die alten Knochen klapperten in ihren Gräbern. Grabwichte gingen in den Kammern um, Ringe klirrten an kalten Fingern und goldene Ketten rasselten im Wind. Steinkreise grinsten aus dem Boden hervor wie zersplitterte Zähne im Mondschein. Die Hobbits hörten es mit Schaudern. Sogar im Auenland kannte man das Gerücht von den Grabwichten auf den Hügelgräberhöhen jenseits des Waldes. Doch solche Geschichten hörte kein Hobbit gern, nicht mal an einem behaglichen Kaminfeuer in sicherem Abstand von der verrufenen Gegend. Diesen vier Hobbits fiel ganz schnell wieder ein, wovon die Annehmlichkeiten des Hauses sie abgelenkt hatten. Tom Bombadils Haus stand genau zu Füßen dieser unheimlichen Höhen. Sie verloren den Faden seiner Geschichte, rutschten auf ihren Plätzen hin und her und tauschten Seitenblicke. Als sie ihm wiederfolgen konnten, merkten sie, dass er inzwischen zu fremden Zonen jenseits allen Hobbit-Gedenkens und jenseits ihres Wachendenkens geschweift war. In Zeiten, als die Welt noch weiter war und das Meer bis ans Gestade im Westen spülte und von immer noch früheren Zeiten fernen unter dem ältesten Sternenlicht, sang er, als nur erst die Väter der Elben erwacht waren. Dann hielt er plötzlich inne, und sie sahen, dass ihm der Kopf wackelte, als wollte er einnicken. Still und wie verzaubert saßen die Hobbits vor ihm, und seine Worte schienen den Wind gebannt und die Wolken getrocknet zu haben. Der Tag hatte sich verflüchtigt, und von Osten und Westen zugleich war die Dunkelheit heraufgezogen, und der ganze Himmel glänzte im Licht der weißen Sterne. Frodo konnte nicht sagen, ob der Vor- und Nachmittag eines Tages oder viele Tage vergangen war. Er spürte weder Hunger noch Müdigkeit, nur Verwunderung. Die Sterne schienen zum Fenster herein, und ringsum schien alles still wie der Himmel zu sein. Schließlich vor Erstaunen und aus einer Furcht vor dieser Stille, die ihn jäh überkam, fragte er: »Wer bist du, Meister?« »Was?« sagte Tom auffahrend, und seine Augen glitzerten in Dämmerlicht. »Kennst du meinen Namen noch nicht? Das ist die einzige Antwort. Sag mir, wer bist du? Du allein, du selbst ohne Namen. Doch du bist jung und ich bin alt. Der Älteste, der bin ich. Denkt an meine Worte, Freunde. Tom war früher hier als der Fluss und die Bäume. Tom hat den ersten Regentropfen fallen gesehen und die erste Eichel. Tom hat Pfade ausgetreten, ehe die großen Leute da waren. Die kleinen Leute hat er kommen gesehen. Er war da vor den Königen, den Gräbern und den Grabwichten. Als die Elben gen Westen fuhren, bevor die Meere gekrümmt wurden, war Tom schon da. Er war schon da in der gestirnten Dunkelheit, die noch ohne Schrecken war, bevor der dunkle Herrscher von außen kam. Ein Schatten schien übers Fenster zu ziehen, und die Hobbits blickten nervös durch die Scheiben. Als sie sich wieder umwandten, stand Goldbeere in der Tür, hell angeleuchtet. Sie trug eine Kerze, deren Flamme sie mit der Hand gegen den Luftzug abschirmte, und das Licht schimmerte hindurch wie Sonnenstrahl durch eine weiße Muschel. »Der Regen hat aufgehört«, sagte sie, »und frisches Wasser läuft zu Tal unter den Sternen. Es ist Zeit zu scherzen und zu feiern.« »Und Zeit zu essen und zu trinken«, rief Tom Bombadil. »Langes Erzählen macht durstig, langes Zuhören hungrig, ob morgens, mittags oder abends.« Damit sprang er aus seinem Sessel auf und zum Kaminsims, schnappte sich eine Kerze und entzündete sie an der, die Goldbeere in der Hand hielt. Dann tanzte er um den Tisch herum. Plötzlich war er mit einem Satz zur Tür hinaus und verschwunden. Gleich war er wieder da, mit einem großen, schwer beladenen Tablett. Dann deckten Tom und Goldbeere den Tisch.
Die Hobbits wussten nicht, ob sie staunen oder lachen sollten. Staunen über Goldbeeres Anmut und Lieblichkeit oder lachen über Toms wilde Kapriolen. Doch irgendwie schienen die beiden einen gemeinsamen Tanz aufzuführen. Rein ins Zimmer, raus aus dem Zimmer und rings um den Tisch, ohne dass einer den anderen behinderte. Und in kürzester Zeit standen Speisen, Geschirr, Gefäße und Licht an ihren Plätzen. Der Tisch strahlte im Schein der weißen und gelben Kerzen. »Das Abendbrot ist fertig«, sagte Goldbeere. Und nun erst sahen die Hobbits, dass sie ganz in Silber gekleidet waren, mit einem weißen Gürtel, und ihre Schuhe waren wie von Fischschuppen. Tom aber war ganz in Blau, hellblau wie vom Regen erfrischte Vergissmeinnichtblüten. Nur die Strümpfe waren grün. Sie aßen noch besser als am vorigen Abend. Unter dem Bann von Toms Erzählungen hatten die Hobbits gar nicht gemerkt, dass sie eine Mahlzeit oder mehrere versäumten. Aber als die vollen Schüsseln nun vor ihnen standen, kam es ihnen vor, als hätten sie seit mindestens einer Woche nichts mehr gegessen. Eine ganze Weile gingen sie eifrig zur Sache, ohne zu singen oder viel zu reden. Nach einiger Zeit aber waren Leib und Seele wieder auf der alten Höhe. Man hörte sie laut lachen und trällern. Nun sang Goldbeere ihnen viele Lieder vor, Lieder, die mit lustigen Geschichten aus den Hügeln begannen und dann sacht in Stille verklangen. Und während des Verklingens sahen sie im Geiste Seen und Flüsse, die größer waren als alle, die sie kannten. Und auf ihr Wasser hinabblickend sahen sie den Himmel unter sich und die Sterne wie Juwelen in der Tiefe. Dann wünschte Goldbeere wieder jedem von ihnen eine gute Nacht und ging, während sie am Kamin sitzen blieb. Tom aber schien nun hellwach zu sein und bedrängte sie auf einmal mit Fragen. Er schien vieles über sie und ihre Familien schon zu wissen, auch über alles Leben und Treiben im Auenland seit den frühesten Tagen, an die sich die Hobbits selbst kaum mehr erinnerten. Es überraschte sie nicht mehr, aber er machte kein Geheimnis daraus, dass er seine jüngst erlangten Kenntnisse hauptsächlich dem Bauern Maggot verdankte, einem Mann, dem er offenbar mehr Bedeutung beimaß, als sie erwartet hätten. »Er hat Erde unter seinen alten Füßen und Lehm an den Fingern. Der Verstand steckt ihm in den Knochen und er hält beide Augen offen«, sagte Tom. Ebenso wurde klar, dass Tom mit den Elben in Verbindung stand. Und auf irgendeine Weise schien er über Frodos Flucht von Gildor Nachricht erhalten zu haben. So viel wusste er schon, und so geschickt verstand er zu fragen, dass Frodo ins Erzählen kam und ihm mehr über Bilbo und seine eigenen Sorgen und Hoffnungen sagte, als er selbst Gandalf gesagt hatte. Tom wiegte bedächtig den Kopf, und in seine Augen trat ein Funkeln, als er von den Reitern hörte. »Zeig mir deinen kostbaren Ring«, sagte er plötzlich mitten in Frodos Bericht hinein, und Frodo, zu seinem eigenen Erstaunen, zog gleich die Kette aus der Tasche, machte den Ring los und gab ihn Tom, ohne zu zögern. Der Ring schien größer zu werden, als er für einen Moment in Toms breiter, brauner Hand lag. Auf einmal hielt Tom ihn sich ans Auge und lachte. Eine Sekunde lang bot er den Hobbits einen komischen und zugleich bedrohlichen Anblick, als sie sein strahlend blaues Auge von einem goldenen Kreis eingefasst sahen. Dann steckte er sich den Ring an auf die Spitze des kleinen Fingers und hielt ihn dicht ans Kerzenlicht. Zuerst fanden die Hobbits das nicht weiter bemerkenswert, aber dann schnappten sie nach Luft. Tom machte keinerlei Anstalten zu verschwinden. Tom lachte wieder, dann ließ er den Ring um die Fingerspitze kreiseln und mit einem Aufblitzen war das kostbare Stück verschwunden. Frodo stieß einen Schrei aus und Tom beugte sich zu ihm und gab ihn lächelnd zurück. Frodo betrachtete ihn genau und ein wenig misstrauisch, wie jemand, der einem Gaukler ein Schmuckstück geliehen hat. Es war noch derselbe Ring, jedenfalls dem Aussehen und dem Gewicht nach zu urteilen. Denn Frodo hatte schon immer gefunden, dass er sonderbar schwer in der Hand wog. Aber irgendetwas trieb ihn, sich zu vergewissern. Er war wohl ein bisschen beleidigt, dass Tom eine Sache so leicht zu nehmen schien, die selbst Gandalf so todernst gefährlich fand. Er wartete, bis das Gespräch wieder in Gang gekommen war. Und als Tom gerade eine verrückte Geschichte über Dachse und ihre Schrullen erzählte, steckte er den Ring auf.
Mary wandte sich zu ihm hin, um etwas zu sagen, fuhr zusammen und konnte einen Aufschrei eben noch unterdrücken. Frodo war in gewisser Hinsicht zufrieden. Also gut, es war sein Ring. Der Merry glotzte dumm auf seinen Sessel und konnte ihn offenbar nicht sehen. Er stand auf und schlich lautlos vom Kamin fort in Richtung der Haustür. »Hey da!« rief Tom und blickte ihm unbeirrt genau ins Auge. »Hey, komm zurück, Frodo!« »Wo willst du denn hin? So blind ist der alte Tombadil noch nicht. Nimm deinen goldenen Ring ab, deine Hand gefällt mir ohnehin besser. Komm, lass den Unsinn und setz dich neben mich. Wir haben für morgen noch einiges zu bereden und zu bedenken. Tom muss euch den richtigen Weg erklären, damit ihr euch nicht verirrt.« Frodo lachte und versuchte sich zu freuen, nahm den Ring ab und setzte sich wieder hin. Tom sagte ihnen nun, dass er für den kommenden Tag Sonnenschein und einen schönen Morgen erwarte, ein günstiges Vorzeichen für ihren Aufbruch. Doch täten sie gut daran, sich früh auf den Weg zu machen, denn das Wetter in dieser Gegend sei so launisch, dass auch er es nicht für lange Zeit zuverlässig voraussagen könne. Manchmal wechsle es schneller, als er die Jacke wechseln könne. »Des Wetters Meister bin ich nicht«, sagte er, »und niemand ist es, der auf zwei Beinen geht.« Auf seinen Rat hin beschlossen sie, von seinem Haus fast genau nach Norden zu reiten, durch den flacheren westlichen Teil der Höhen. So konnten sie hoffen, in einem Tagesritt die Oststraße zu erreichen, ohne den Hügelgräbern allzu nahe zu kommen. Im Übrigen sollten sie keine Angst haben, sich aber um keinen Preis auf Dinge einlassen, die sie nichts angingen. »Haltet euch immer dahin, wo das Gras grün ist. Gebt euch nicht mit alten Steinen und kalten Wichten ab und schnüffelt nicht in deren Behausungen herum. Es sei denn, ihr wäret starke Männer, deren Herz vor nichts zurückschreckt.« Dies sagte er ihnen mehr als einmal, und an den Gräbern, wenn sie zufällig doch eines sehen würden, müssten sie immer auf der Westseite vorbeigehen. Dann brachte er ihnen noch ein Lied bei, das sie singen sollten, wenn sie am nächsten Tag durch irgendein Missgeschick in Gefahr oder Schwierigkeiten gerieten. »Hey, Tom Bombadil, komm zu unserer Freude. Komm bei Wasser, Wald und Berg, komm bei Schilf und Weide. Komm bei Feuer, Sonne und Mond, eilends angetreten. Komm, Tom Bombadil, denn wir sind in Nöten.« Als sie ihm dies genau nachgesungen hatten, klopfte er ihnen allen lachend auf die Schultern. Dann brachte er sie mit Kerzen zu ihrem Schlafzimmer.